So, Leute. Jetzt schauen wir uns doch mal ganz an. Julian Bam versucht sich hier auch in seiner Villa einen Pool zu bauen. Julian Bam hat auch ein sehr, sehr schönes Haus. Da ist aber das Haus von Bibi. Also, Ju, dein Haus ist ein Witz gegen das von Bibi. Schauen wir mal ganz kurz, was bei Julian Bam abgeht. Let's go, Leute. Packt mir einfach nur aus. Es ist verdammt nochmal früh für meine Verhältnisse. Und heute werde ich zwei neue Menschen kennenlernen. Einer von denen ist Gartenbauer, professionell. Okay, nice. Schön, dich kennenzulernen, Mike. So wie ich quasi, was Pool angeht. Professionell. Dieses Pool-Projekt. Running Gag. Ich werde da niemals drin schwimmen können. Ich hatte natürlich immer das Privileg, dass ein großes Team am Start ist, das uns geholfen hat. Aber natürlich aufgrund der momentanen Lage sind wir sehr, sehr klein aufgestellt. Das heißt, ich werde heftig anpacken, Leute. Heftig. Unser Ziel ist es, diesen Wagon Pool in ein Poolparadies zu gestalten. Und okay. Das erste Ziel für heute ist schon enorm stressig, Leute. Bester Poolstaffel. Test, nur ein Test, wie schwer so ein Stein ist. Ja, Digga, da auf jeden Fall mit Jazz rein in die Kerle. Wir haben auch sehr viele Steine, die eigentlich einfach nur Beton sind. Natürlich muss das zum einen alles weg, weil wir jetzt gerade erstmal Platz machen müssen für die richtigen Geschütze, Leute. Die Geschütze, die wir natürlich brauchen werden, um die ganze Poollandschaft zu bauen. Das heißt, der Pool bekommt jetzt eine Identität und hoffentlich auch neues Wasser. Was sagst du? Nice. In meinem Tag-Team sind auf jeden Fall dabei. Meine Mom, Juice House auch sehr schön, aber Juice House braucht dringend mal einen Innenausstatter, Digga. Das ist ganz wild. Aber ehrenlos, wenn ich diesen Bagger jetzt nicht gleich selber bedienen darf. Boah, ich hasse auch so einen extremen Mundgeruch und das fängt sich so in diesem Mundschutz nicht. Wollen die jetzt einen Bagger durchs Haus fahren lassen oder was, Digga? Und rein in die Olga. So, hier werden einige Schutzmaßnahmen ergriffen, damit der Bagger nicht den ganzen Boden mitnimmt. Ein Ehrenmann, der unsere Videos gesehen hat. Ja, 19. November, du siehst aus wie 20. Ich bin jetzt älter eigentlich jetzt. Kenn ich. Ich bin immer auch auf 31 geschätzt, Freunde. Ja, weil du es bist. Allein diesen Boden auszulegen hat jetzt fast eine Stunde gedauert. So ein. Warte. Wolltest du weiterfahren? Ja. Darf ich? Deine Wohnung, ne? Fahr du erstmal rein. Das ist ja der Kopfweg bei Juma. Kommt halt in den Garten nicht ran, ne? Dieser Bagger ist ja ultra süß, Mann. Will damit über irgendwas drüber fahren, über einen Menschen oder so. What? Oh mein Gott, Leute, ist das verrückt gerade. Nice. Da fährt einfach ein Bagger durch die Wohnung. Okay. Wir haben es geschafft, der Bagger ist drin. Wofür brauchen die denn den Bagger? Ich verstehe das nicht so, weil die haben doch schon das Haus, der Pool ist doch schon ausgehoben. Wahrscheinlich für den Gartenbau, nehme ich an, ne? Das macht es halt ein bisschen einfacher. Kaffee! Jetzt ich! Boah, ein Traum geht in Erfüllung. Und dir draufgesetzt? Nee, noch nie. Also wurde immer gefragt, so, hey, kommt der, warum nimmt der nicht einen Bagger fürs Ausgraben? Wir dachten halt, ein Bagger kommt ja nicht über die Mauern. So, einfach mal starten. Hoch, zur Seite. Wäre so krank, wenn du jetzt einen Mann einfach wegfetzt mit der Baggerschaufel, Digga. Man kann ja so einem Menschen einfach keinen Bagger geben, Digga. Das ist ja, der hat nicht mal einen Führerschein, glaubst du. Und meine Mom heult rum, wenn ich Fahrrad durch die Wohnung schiebe. Bei Drew fährt einfach ein Bagger durch. Warte. Okay, absoluter Fail. Videos gedreht haben. Das heißt, wir konnten immer nur ganz früh morgens und ganz spät. Das war die reinste Katastrophe. Hölle war das. Ey Leute, ganz kurz ein Flashback zu den ganz alten Videos, wie wir damals angefangen haben. Und wo wir jetzt sind. Da hatten wir Archäologen auf einmal hier gehabt von der Stadt. Und dann haben die einfach mitgegraben, also mitgeholfen einfach. So viel Stuff passiert hier schon. Ey, dieser Pool ist so magisch. Der zieht so krass magische Momente an. Digga, der wird einfach niemals fertig sein. Das ist das Erste, was wir jetzt angehen werden.
Müll. Hast du immer Platz und Überblick bekommen? Aber müssen wir trotzdem wieder Schubkarren. Ach so. Ja. Hier filme ich nochmal kurz Ansage. Ihr chillt mit dem Lambo und macht einen auf Harten. Ich chill mit meinem Bagger in meinem Garten. Halt deine Fresse, Ju. Oh, nicht vermisst. Alles mit der Hand gemacht, ja. Die Massagesteine von meiner Mom, die will die behalten. Ja, ist okay. Hier ist jemand gestorben. Liegt noch jemand drunter? Okay. Was ist denn mit den Steinen? Wieso kommen die raus? Mann, ja, okay. Gut, Steine raustragen will ich jetzt mega angucken. Ich will hier einfach mal kurz euch ein bisschen abkühlen gehen, ne? Ja. Warum sieht der Pool irgendwie so much aus, Digga? Wieso ist denn das immer noch nicht fertig, Mann? Junge, ist doch... Ach. Gar kein Problem, da haben wir nichts gegen. Ja, wir werden jetzt versuchen, den Container voll zu kriegen mit allem möglichen Bauschutt. Der Brunnen, der muss noch weg. Boah! Leute. Ja. Leute. Alles klar, ready. Gut. Wow. Der Arme, Alter. Was geht, alles klar? Du telefoniert noch, hier wird erstmal kurz entspannt. Eben haben die einen Stein zerschlagen ohne mich. Jetzt komme ich wieder und jetzt müssen wir wieder Steine wegräumen. Schade, Ju, wirklich schade. Boah, die schieben gerade richtig Panik hier. Jemand reißt uns das Dach ab, was geht ab, Alter? Links oben auf dem Stein noch. Holy shit, diese Ameisen sind so cool. Hier, sieht man generell YouTube-Videos so, oder? Ja, ich gucke viele YouTube, ja. Wie, was schaust du noch so? Also, ich gucke gern Gaming, so Vizca Barca und sowas. Dann macht der Scorpion, Montana Black. Mhm. Aber sonst... Er sagt dann freiwillig, er guckt gerne Marcel Scorpion. Gibt's diese Leute in 2020 noch? Lull. Ja. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Wir haben jetzt am F in the Chat, Boys. Denn auch ich hab Gefühle. Ju. Geil. Boah, wie es gesprungen. Ja. Es wird hier noch einiges aufgeräumt, ein bisschen vorbereitet für Freitag, weil da kommt unsere große Lieferung. Aber da nehme ich euch jetzt nicht mit, sondern ich springe jetzt direkt zur Lieferung. Freitag, liebe Freunde, draußen ist ein riesiger LKW mit einer fetten Lieferung. Und wir müssen schon gerade einfach auf illegaler Weise diese Straße ein bisschen absperren, die Leute ein bisschen umlotsen. Und ihr wisst, wir sind ein viel zu kleines Team gerade. Ich nehme euch jetzt einfach trotzdem mal mit, damit ihr mal sehen könnt, was ich eigentlich die ganze Zeit so meine. Geil, wie du nicht hilfst, du. Toll, wirklich. Das ist das, was wir schon rausbekommen haben. Mehr kann ich nicht filmen, das sieht man, wo ich wohne. So Frisbee-Scheiben für Kevin Wolter, Leute. Nein, Junge, what the fuck. Alter, das muss alles noch reingetragen werden, ey. Ja, und dann schlafen. Teuer diese. Gartenbau, teuer diese. Du hast ja alles. Ich hab nichts vor. Okay, let's go. So, Platz machen für die Steine. Alter, hey, hey, oh, ganz gut, ganz ja, genau, ich wollte nur die Kurve machen. Das jetzt noch 500 Mal und dann passt das. Ich hoffe, die machen das richtig anständig und geil endlich mit diesem Garten, Digga. Nein, so viele noch. Was schätzt ihr, wie viel wiegt so eine Pferde? 15 Kilo, 20 nee, Kilo. Mehr. Ach du Scheiße. Ja. Sorry! Alle Leute, die gerade noch arbeiten. Das kommt jetzt noch tausendmal, ne? Hier werden halt die ganzen Platten gesammelt hier draußen, ne? Hier wird gerade ein Juck-mich-nicht-Video-Upload-ready gemacht. Hier gehe ich gerade. Werden hier so gestapelt, damit man die später besser entnehmen kann, ne? Sau clever, wirklich. Sau clever, Ju. Dann kann man die viel leichter mit einem anderen Mann anpacken. Stimmt, die könnten doch eine Ameise nehmen, um das einfach reinzufahren. Das würde doch gehen eigentlich, wenn sie den Bagger da durchfahren, oder? Ja, jetzt alle so in den Kommentaren. Hier wird doch eh klar. Für mich war das nicht klar. Wird auf jeden Fall in dieser kleinen Konstellation einen ganzen Tag dauern. Ich hab gar kein Zeitgefühl dafür. Hier wird auf jeden Fall auch nochmal richtig viel Stein gesammelt. Deswegen haben wir schon direkt hier neben dem Mülleimer eine weitere Kamera befestigt. Sehr stabil befestigt. Ich hoffe, dass es so lärmig ist, dass es so laut sein wird. Eine Woche geht ja, ne? Genau. Finde ich. Okay. Wenn wir nachher mal Stunden kommen können. Ja, okay. Digga. 14 Tonnen Steine, Digga, Alter. So wenig. Kopfig, Alter, was?
Also eine beschissene Location für ein Haus kann man sich nicht suchen, ne, Ju? Wirklich. Mach alles kaputt. Minimum 130 Kilo. Lager mir mal ganz kurz beim Nachbarn. Ich denke, ich mach's nur alleine. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just von Scheiß nach hinten zu schmeißen. Compromise, it's the chance of your life. Digga. Was für ein Kopfkick. Anstrengend, aber ich denke die ganze Zeit nur, wie viele Kalorien ich heute schon verbraucht habe. Unpassend. Leute, ist gerade einfach zu krass, was hier alles passiert. Die Jungs hier, die ballern die ganze Zeit weiter mit den Steinen. Gerade haben die zum Beispiel hier einfach mal diese kleine Mini-Brücke reingebracht. Wenn man sich vorstellt, dass hier bald so eine kleine Brücke durch den Garten geht, ein bisschen Wasser drunter. Oh, auf Bach angelehnt. Nicht schlecht. Ich glaube, hier wird sehr, sehr viel sehr geiler Scheiß passieren. So, der ganze Bums ist jetzt in unserem Vorhof und ich würde mal sagen, wir bauen jetzt daraus ein Poolparadies. Da wir alle gut am Arsch sind, sehen wir uns morgen, Freunde. Da bin ich aber gespannt, Leute. Wann gab es jetzt schon irgendwie was Neues zu? Vor 2 Jahren wurde... Nee, male Wasserbomben im Wohnzimmer. Das juckt mich nicht. Ich will was zum Pool sehen, du Arsch. Ja, Digga, was soll ich sagen? Extrem schön, extrem geil, extrem nice, cool und geil. Wirklich. Warte mal, Digga, wieso bin ich denn auf dem Banner hier drauf? So... Abmahnung. Ich hoffe, die machen das richtig anständig und geil endlich mit diesem Garten, Digga.